Yoga ist viel mehr als nur Körperübungen und Brezelstellungen und Handstände, sondern auch du kannst Yoga, egal welches Alter, egal welche körperliche Fitness, in deinen Tag integrieren. Und für das möchte ich dir heute einen ganz wichtigen Grundsatz im Yoga vorstellen. Und zwar nennt sich der in Sanskrit, das ist die alte Sprache in Indien, nennt sich der Grundsatz Ahimsa. Ahimsa steht für Gewaltlosigkeit oder, wenn man es ein bisschen schöner ausdrücken will, für die Liebe. Die Liebe, die wir gegenüber anderen haben, aber besonders auch gegenüber uns selber. Wir können nicht geben, was wir selber nicht haben. Das heisst, bevor wir Liebe gegen aussen geben können, müssen wir sie auch im Inneren kultivieren können. Jetzt, wie machen wir das? Oder wie tun wir Ahimsa oder eben die Gewaltlosigkeit in uns selber praktizieren? Für das bitte ich dich, in den nächsten paar Tagen dich ein bisschen zu achten. Und zwar haben wir gewisse Gewohnheiten, wo wir uns wie selber eigentlich ein bisschen damit verletzen schlussendlich. Also es sind Gewohnheiten wie schlecht mit uns selber, die innere Stimme, so ein bisschen schlecht mit uns selber oder über uns selber reden. Aber auch, wenn du nachher gegen aussen schaust und denkst, okay, wie tun ich mit der Welt und der Umwelt umgehen? Vielleicht tu dich dort mal achten, wie tust du über deine Arbeitskollegen reden, manchmal in der Mittagspause. Sind das immer nette Worte? Sind das manchmal auch dort vielleicht mal plötzlich ein bisschen verletzende Sachen, die du sagst? Oder ja, manchmal tun wir auch, wir sind am Morgen noch ein bisschen müde, kommen ins, was weiß ich, kommen ins Geschäft und es sagt jemand etwas und dann tun wir gerade etwas zurück antworten und überlegen uns gar nicht so, dass das vielleicht sehr verletzend könnte sein, wenn wir so einen Kommentar machen. Also einfach ein bisschen sensibilisiert sein darauf, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie gehst du mit dir selber um und wo könntest du noch ein bisschen mehr Liebe, respektive Gewaltlosigkeit in dein Leben hineinbringen. Ein ganz praktischer Tipp, wie du das in den nächsten paar Tagen machen kannst, werde ich dir jetzt auf den Weg mitgeben. Und zwar am Morgen früh, wenn du verwachst, versuch dich in den ersten paar Tagen darauf zu achten, was dein erster Gedanke ist. Also was, sobald du die Augen öffnest, was ist der erste Gedanke, wo du formst im Kopf, wo du laut denkst, also im Inneren denkst? Ist es etwas Nettes? Bist du sehr aufmunternd und sehr motivierend am Morgen? Oder bist du eher ein bisschen hässig? Ist deine innere Stimme eher so ein bisschen griesgrämig? Oder einfach einmal warnen, was ist das Erste, was du dir sagst, der erste Gedanke, der sich formuliert? Und dann in den darauf folgenden paar Tagen würde ich dich bitten, das umzuformulieren und anfangen, dir bewusst einen Satz oder ein Wort vornehmen, wo du als erstes Wort, als ersten Satz wirst im Inneren laut sagen zu dir, wenn du aufwachst, und so eigentlich können deinen Tag dem ganzen andere Richtung geben und schon mit ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen weniger Gewalt, mehr Offenheit in den Tag starten, mehr positive Gedanken. So machst nämlich du vom ersten Moment vom Morgen Yoga und praktizierst du Yoga auch in deinem Alltag.